Guten Tag, ihr Leid. So, Vorbereitungsphase. Wir machen uns heute auf den Weg. Ich kann es mal kurz zeigen. Und zwar will ich da oben hin. Also das wäre ich heute, wenn wir das nicht mehr packen. Aber demnächst. Jetzt ist die Frage. Sollen wir das wirklich machen oder sollen wir erst noch eine kleine Abstelle da hin machen? Warte mal, komm mal her. So, hier lasst euch das besser in Dings bumsen. Das Ding ist halt, wir kommen hier nicht wirklich raus. Und wenn wir eh schon durch Gebiet durchmüssen, würde ich sagen, komm, wir locken es in, oder? So, mein Plan sieht folgendermaßen aus. E7, G9, C5. Durch A7 dann hurtig. Dass wir halt dann da oben hinkommen. Das ist so mein Plan. Wenn man dann das sieht, ob das was bringt. Hier kann ich schon vergessen. Panne-Gefahr. Ah, super. Ja, schon mal gar nicht, ne? Ätzende Gewässer. Ja. Sag mal hier. Haarsträubendes Tempo. Ah, nicht schlecht. Da bewegt sich etwas. Was ist denn hier alles für krasser Scheiß hier? Und hier ist halt Ankerparty. Schneller Sturm. Aber da wollen wir eh schnell durch, ne? Und stärkere Explosion. Das wird interessant. So. Dann habe ich gemerkt, weil. Als ich so durchgegangen bin, guck der Modesado. Zack, mal Benzin kann ich da, hatte Loch. Kenner sagt noch was. Das ist natürlich dumm. Absicht-Kit. So, das würde ich jetzt auch gerne benutzen. Um das da zu reparieren. Ich meine. Das Krasse ist halt wirklich. Wir brauchen den eigentlich nicht, ne? Ich meine, wir haben noch Ersatzkanister dabei. Dann haben wir noch einen auf der Rücksitzbank. Also an Benzin haben wir jetzt nicht so das Problem. Ich sollte eher ein bisschen gucken, dass ich. Warte, ich kann es euch auch mal zeigen. Upp, also der da ist noch gut voll, ne? Hier müsste ich auch noch. Da oben habe ich noch Benzin drin. So. Aller gut, ich habe mal eine Taschenlampe gebaut, eine gescheite, primitive Taschenlampe, zwei Stück, die habe ich mal so jetzt unterwegs gebaut. Damit ich mal sah, fahre mal los, oder? Bestimmt wieder ein Haufen Zeit, ich vergesse. Keine Ahnung. So. Hopp, wir fahren einfach mal los und gucken, wie weit wir kommen. Ich hoffe, dass das so gut klappt. Moment. Hoppala. Sieh ich ja weil erst die Windschutzscheibe. Ja, soweit in Ordnung. Alle Geräte, wo ich da sehe. Oh, geil, mein nice Lenkrad, ne? Ist hübsch. Eigentlich nicht. So. Was haben wir dann? 5.26 Uhr. Wir fahren wieder in den Morgen. Ja, gucken wir mal. Und gucken wir mal, wie weit wir kommen. Unterwegs würde ich halt gehen. Ein bisschen Klimmenergie natürlich insammeln. Was haben wir gesagt? E7. Oh, bewegt sich etwas. Was bewegt sich dann da? Niedrig Klimmenergie, aber ein bisschen halt was insammeln. Also jetzt nicht so viel Zeug, weil wir wollen da oben hin. Da wollen wir hin. Also jetzt nicht irgendwie großartig insammeln, aber ein bisschen was halt. Damit man zur Not abhauen kann durch Anker, Portalen, Scheißen, Drecksen. Okay? Gut, dass wohl's verstehe. Moment. Ich bin da oben. Ah ja, geil. So, dann fahren wir mal gleich da runter. Ist so quasi schon in der Nähe der Ente Klimperin, bim bim. Ist krass, oder? Ich spiele jetzt schon irgendwie, keine Ahnung, ne? Sind wir schon dabei, 40 Stunden oder so. Und ich hab's immer noch nicht Alter. Ich hab's immer noch nicht hingekriegt, mir gescheit zu merken, wie was heißt. Ja, macht aber nichts. So, pass auf, wacht.
So. Die hätte man schon mal weg. Machen wir das doch gleich auf, oder? Also, nicht das da, sondern die Dierde machen wir gleich auf. Und ist noch ein bisschen Plasma. Komm, das nehmen wir mal mit. Plasma nehmen wir mal mit. Boah, das sind drei Dinger für alle Dinge. So. Was man hat, hat man. Ja, ich weiß. Gerade derweil noch groß getönt. Wir nehmen fast nichts mit. Okay. Das ist jetzt ein bisschen hardcore, was ihr da mache. Finde ich nicht gut. Aber so gar nicht gut, dass die da so nodo bei mir dran sind. So, haben wir da vorne nicht Arschen wieder? Oh shit. Ich stehe. Oh fuck. Yep. Ist schon rumgeschleudert hier. Mein Auto ist immer geil geparkt. Sieht man das? So. Yep. Okay. Alter, echt jetzt, mach doch die Scheiße da weg. So. Ob das sollte ja wohl lange jetzt erst. Aber jetzt bin ich natürlich. Boah, Alter, guck mal das an. Guck dir das an, schnell weiter. Der kriegt mich nicht, oder? Keine Ahnung. Na, ich glaube, wir sind entkommen. Gut. Oder nicht? Hey. Ich lenke ja schon die Geige, ihr Leid. Es geht halt nicht so einfach. So. Ich habe jetzt schon genug Klimmen, durch ein Portal aufzumachen und abzuhauen. Ja, geil. So. Muss mal irgendwie durchkommen. Okay. Okay, ich muss hier bis auf die Strohsachte, definitiv. So, ich fahre hier nur rechts. Weil, dann nehmen wir mal das zweite Ding A noch mit. Ja, es ist so Umweg. Aber das macht nichts, dann haben wir wenigstens genug Klimm. Wie viel haben wir dann im Moment eigentlich? 2,0 schon groß. So. Finde ich aber krass, dass man jetzt hat schon genug Hand durch den Ende. Der war noch nicht mal besonders groß, finde ich irgendwie. Egal. So, da vorne bewegt sich was, ja, das sehe ich. Uiuiui. Tschüss. Das Ding ist halt, wir haben halt. Hier ist definitiv falsche Teile am Auto. Wir bräuchten hier halt mehr abgeschirmte Teile. Haben wir ja aber teilweise dran, teilweise nicht, aber ja, hopp. Wert schon. Das wert schon. Ja, wir fahren jetzt hier Umweg, ich weiß. Aber alles im grünen Bereich. Kurz bevor wir dann das nächste Level fahren. Boomer. Dann A-Halte und repariere. So ist zumindest mal mein Plan. So, im Moment noch alles soweit, so friedlich. Ich wollte gerade Radio anmachen, das machen wir mal hier besser nicht. Schnell vorbei, Bruse, der kriegt mich doch nicht, oder? Weiß nicht, hat er mich noch gedreht oder nicht? Na, ist jetzt ein bisschen doof. So ist besser. Fuck, ich muss da links hin. So, oh, hat er genau gelangt. So. Ah, Strahlen drumherum gezirkelt, hat er das gesehen. Hey, mein lieber Mann, nenn mich Colin McRae. Kennt denn überhaupt noch jemand? Keine Ahnung. Ich glaube, die Spieleserie gibt es auch nicht mehr. Colin McRae Rally Gedönse. Das habe ich geliebt, der erste Teil auf der PlayStation. Ich habe es geliebt. Das Wetter ging so. Habe ich, glaube ich, auch noch gehabt, aber nicht mehr so wirklich gespielt. Ich weiß nicht, ob der schlechter war oder.
ob ich einfach, wenn ich Bock gehabt habe, aber der erste, danach habe ich schon ewig lang gezockt. Ich war nicht wirklich gut, ich bin immer noch nicht wirklich gut. Autorennen und so Scheißendreck, bin ich kacke. Weil ich halt auch keinen Bock habe hier auf groß rumtune und so Scheiß, ne? Bei Mario Kart hört es dann schon auf und da bin ich arschenschlecht. Aber grundsätzlich, Spaß macht's ja trotzdem, ne? So. Okay, jetzt kommen wir so langsam in die Richtung von dem Dingens da. Hoffe ich. Okay, das müsste wahrscheinlich... Ah, da vorne sehe ich es, okay. Besser da hin, wo bin ich jetzt dran gefahren? So, kurzer Check mache. Aha. Ah, ich hab doch den Batsch dabei. Ja, praktisch. Komm mal her. So. Meine Lampe muss ich besonders acht geben. Ist immer wichtig. Noch ein bisschen drauf. So. Wo kann ich halt nicht mehr viel machen bei der Tür da? So. Aller gut. Dann würde ich mal sagen. Ah, erstmal die aufmachen. Zack. Wenn es von unten anschleiche vielleicht. Ah, damit haben sie nicht gerechnet. Ich hoffe, dass der Affe-Zippeldom jetzt doch keinen Strich durch die Rechnung macht. Aber eigentlich bin ich als Fußgänger dem doch egal, oder? Hoffe ich. Sag mal, das sind ja keine Touristen, das sind ja Wanderer hier. Ja, wenn die halt im Wald rumlaufen, die Affe-Zippels. Na, ich häng fest. So, sieht gut aus. Gut. Gut, gut, gut. So, jetzt machen wir mal den blauen Punkt. Ich muss jetzt einfach raus, die Straße weiter. Das ist so der Plan, ne? Oh, shit. Hat er mich? Ich sehe ihn nicht im Rückspiegel. Ich glaube, der ist... hat mich über sie. Doofkopf. Okay. Ja, ich habe schon gesehen, dass du gerade Dingens war, aber besser nett. Muss du noch rechts. Oh, shit. Ja, der geht gerade in den Wald hin, da sieht er mich nicht. Okay, komm. So. Upsi. Guck mal, haben wir doch. Erste Abschnitt haben wir gut gepackt. Ja, ich weiß, wir sind noch nicht do. Ich bin nur noch ruhig. Aber so grundsätzlich sieht es gerade gar nicht mo so schlecht aus. So. Kleinere Reparaturen können wir natürlich machen. Ich sehe gerade das hinne bei der Heckklappe, die Scheibe irgendwie. Ah. Und hinne rechts muss ich auch noch ein bisschen drüber gehen. Ja, jetzt fahren wir erst mal das nächste Dingens. So, das nächste Dingens dürfte Highways sind, wenn ich mich nicht irre. Bin mir aber auch nicht ganz sicher. So, jetzt pass auf, bevor wir da jetzt halt durchfahren, ne? Anhalten. Und machen wir hier alles schön. No gucken. Kofferraumtür, guck mal da. Die hat vorhin schon repariert. Keine Ahnung. Mal erstmal Batsch drucken, gut ist so. Batsch. Hine rechts haben wir gesagt. Ah, geht noch. Oh, ist auch noch in Ordnung. Oh. Ganz hat die Platte, das sieht echt schlimm. Ja, ich weiß, normalerweise hätte ich gesagt, ich hab Scheiß drauf, ne, aber. Ey. Ich hab keinen Bock, dass man dann irgendwo mit in der Botanik stehe. Komm, dann mit dem Ammo. Arzte.
ziehst du den Ober aus. Das sieht auch kacke aus irgendwie. So, drauf. Und dann machen wir gleich mal die Scheiße dann hin. So. Guti. Dann würde ich sagen, auf geht's. Noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ja, aller gut, dann fahren wir. Dann fahren wir mal los. Guck mal, da vorne ist schon die Mauer, haben wir gesehen. So. Jetzt gehen wir hier dohi. Was gibt's so? Haarsträubendes Tempo. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt erstmal egal. Klimm gibt's nur wenn ich. Ist jetzt auch nicht so weiter schlimm. Mit dem Klimm. Was gibt's dann alles? Stabiler Anker. Entführer, schockierter Tourist, Wackelwrack, hilfreiches Häschen, Speckgebiet-Empfänger. Oh. Da haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Aber so wichtig ist mir das jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ah. Ja, hopp mir. Wir sind da hin. Also Klimm hole ich jetzt halt keine mehr. Das ist ganz normales, stabile Energie. Haben wir genug. Passt. Sag ich mal so. Extreme Bedingungen. Aha, sträubendes Tempo. Okay, wir sind da unten. Kämte. Wir gucken mal, ne? Okay, also wacht. Vielleicht nehmen wir mal doch noch ein bisschen Klimm mit. Wenn man ja direkt vorbeifahren, ist so Quatsch, das nicht mitzunehmen, ne? Also, logisch. Oh, geil. Das ist gut. Geht's nämlich auf meine Batterie. Also, dann laden wir Batterie auf, das meine ich dort mit. Ich habe jetzt Angst, wo du halt steht, haarsträubendes Tempo, weißt du? Dass das halt wirklich krass wird. Deswegen fahre ich jetzt schon ein bisschen langsamer. So, da ist so das Dingens, ne? Ich glaube, das haarsträubende Tempo bezieht sich wahrscheinlich eher. So. Das bezieht sich wahrscheinlich eher, dass da überall die gelben Dinger da sind. Das könnte ich mal vorstellen. So, es ist eigentlich nicht weit genug weg, du. Warte mal. So. Ah ja. Weißt du, wenn ich schon mal hier bin, dann nehme ich das auch mit. Außer das. War bloß mal hier. Braucht keiner. So. Du hilfreiches Häschen. Ja, geil, guck mal her. So, dann hilf mir mal. So. Ein bisschen heile. So. Ja, geht halt auf die Batterie, ist heile, aber ist mir gerade egal, weil es rennt. Die wird dann gleich wieder aufgeladen. So. Wir müssen also links irgendwo. Jetzt hier. Wo geht's links hin, alter Schwede? Okay. So, was sieht man, meine Batterie ist schon wieder aufgeladen. Geil. Fein die Sache. So. Aha. Es geht hier wirklich um die gelbe Dinger, die hier überall sind. Das hier ist gefährlich. Ich meine, ne? Turbo. B und gut. Oder ist irgendwo da hin, ist wieder einer. Ja, dann nehmen wir natürlich mit, ne? Ein bisschen Klimm muss hin. Na, 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 na. Aber bevor wir den da nehmen, auf mal Obacht. Ich tue mal den da oben an, ne? Weiß ich, wo der ist. So.
Hessische hat da jetzt irgendwie seine Schuldigkeit getan, oder? Ja, keine Ahnung. So. Wir rennen da rüber, holen uns das Lava-Dingens da. Können wir gleich eventuell unterwegs anhören. Ja, da oben. Das gelbe Licht. Ich renne zum Blauen, dass der Punkt verschwindet. Ja, das ist ein gelber. So, dann holen wir uns die Klimmenergie. Mysteriöse Audioaufnahme. Abspielen. Ja, hätte ich gerne. So. Geht das so irgendwie? Nö, ne? Ich hab Pech gehabt. Und halt nicht. Folge 2, Teil 4. So, dann packe ich das jetzt ins Auto hin. Wenn ich es finde, ohne steht's. Also jetzt wird's sonnig. Das packe ich mal einfach. Naja, packe ich nicht ohne hin. Oder doch? Was das nimmt? Ja, schon, ne? Zack. Türfmacher. So. Und jetzt hat irgendwo da Eva. Ah ja. Gut. So. Wie gesagt, war eigentlich das nicht geplant, aber das ist halt direkt. Ah! Alter! Was soll das? Wieso fahrt mein Auto von allein weg? Finde ich überhaupt nicht gut. Auto, ich bleib stehen. Nimm mich mit. Alter. Ah! Shit. Das war überhaupt nicht gut. Ist nicht mal angeschaltet. Alter. Okay, ich muss so wieder. Es war irgend so ein gelbes Ding. Hat man so ein Speed-Ding da hingeschnallt, weißt du? Und deswegen ist das, glaube ich, vorwärts geschnuddelt. Geschnuddelt ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Okay, jetzt ist natürlich die Tier rechts ziemlich im Arsch. Macht aber nichts. Ich fahre hier erst mal weiter. Hinten kommt nämlich auch schon die Wolke. Die will ich natürlich nicht mitnehmen. So, unten ist die weitere Straße. Mal schöne Handbremse trifft. Guck. Naja. So schön war der nicht, aber ging so. Ich glaube, ich muss einmal rechts Reifen nur kontrollieren. Alter. Hallo. Tschüss. Ich kenne mich, Mo. Ich fahre garantiert nicht zu euch. Boah, das war fies, dass du direkt hinter dem Auto, wo ich eigentlich vorbeifahren wollte, gleich mal Betonblockade war. Wäre ich nämlich eigentlich nicht gefahren. Ich wollte nämlich erst links vorbeifahren. Habe ich aber nicht. Aha, weil ich nämlich gut bin. So. Bisschen nachheile. So, hier halten wir wieder an. Und reparieren wir unser Scheiß. Ich hab's Häsel lieber noch dran hängen, oder? Nee, schade. So. Die Tür stimmt irgendwas nicht. Ah, das Fenster kaputt. Okay. Also, wacht. Ich würde desto gerne in die Hand nehmen. Ah ja. So, haben wir. So. Kann man das wieder abgeben. Und desto in die Hand nehmen. So. Recht geht so. Zapp. Ich schaue mal Lichter aus. Machen wir da auch noch eine Fetze drauf. Das läuft ja halt richtig gut, finde ich. Also ja, das war jetzt ein wenig unnötig irgendwie, wenn das Auto da abgehauen ist. Aber grundsätzlich läuft's gar nicht mal so schlecht. Ja, sag bloß, ich habe kein Batsch mehr dabei. Habe ich mal zu wenig Batsch mitgenommen? Ne, da ist noch. So, ich muss trotzdem ein bisschen sparsamer mit umgehen, sag ich mal.
Ja, okay, aber das muss ich schon reparieren. Nee, reparieren wir noch nicht. So, das sollte jetzt erstmal reichen. Ja, komm, das passt so. Bevor hier der Sturm kommt, mache ich mich natürlich erstmal jetzt vom Acker. Ich habe hier noch ein Gebiet vor mir. Ne? Do, bevor wir Donin fahren, muss alles perfekt sein. Da muss man halt gucken. So, was findet man dann hier? Instabile Anker, Taschendieb, zotteliger Zerhacker, Entführer, Hustwolke, Flugfeld und Tankstelle. Tankstelle wäre natürlich geil. Und ätzende Gewässer. Okay, dann gucke ich natürlich, dass ich nicht wirklich in Gewässern hinfahre. So. Das sieht doch sehr gut aus. Junge, schon zwei Gebiete durch, schon nicht mal eine halbe Stunde rum, heute läuft's. Heute läuft's, ihr Leid, heute läuft's. So. Erst mal gucken. Dann könnte man durchaus noch mitnehmen. Also, ätzende Gewässer. Muss ich ein bisschen obachtbar sein. Das ist mir nicht irgendwie... Dass ich möglichst nicht ins Wasser hinfahre. Habe ich auch nicht vor. Ich mache mal Licht da. Besser ist das. Sieht man die Städte auf dem Berg besser, ne? So. Was ist denn das da oben für ein rotes Ding da? Sorry, irgendwie. Ah, da ist ein zottlicher Zerhacker. Ein zottlicher Zerhacker, Erich. So, ich muss hier nur links, und die Scheibe wieder aus. Nur links? Ja, links. Gut. Nicht ins... Ah, shit, ich bin ins Wasser in Gefahr. Aber nur ein bisschen, nur ein bisschen. War hoffentlich jetzt nicht so schlimm. So, wie gesagt, ich sehe hier einen Haufen Scheiß, was ich alles... mitnehmen könnte, aber nicht will, weil dann müsste ich nämlich A halten und da habe ich noch gar keinen Bock drauf. Ah, da oben muss ich erst drauf. Ja, auch daneben, Rohrpost, Gedönse, ey, ist mir alles gerade egal. Wieso geht denn jetzt das Radio? Oder anders gefroht, warum war es denn aber nicht A? So. Shit. Komm, ich muss gucken, dass ich an dem da vorbeikomme. Alter, gleich drei von denen auf Elmo. Ich glaube, es hackt. Einfach. Ah, shit. Da hat mich einer, oder? Ja. Was will der von mir? Hau ab. Okay. Okay, dann lassen wir den nur einfach quatschen, dann hole ich jetzt hier Kalim Energie. Sorry, ihr Leid, aber irgendwie hier doch zu heikel. Wie geht's jetzt aber schon rund? Bin ich schon vorbeigefahren? Ja. Okay, da eben geht's weiter. Ja, aber das Ding, wo du rumflieht und jetzt so die blöde Durchsage macht, ist das alles, was er macht? Radiodurchsage? Ja. Boah, das ist ja fies. Alter, wie lange geht denn das scheiß Flugfeld? Oh, so, jetzt. Ah, der Ewe ist schon der Ausgang. Sehr gut. So, und jetzt hat kommt's drauf an. Jetzt muss repariert werden, aber nur so richtig. So. Oh, jo, muss repariert werden. Wo ist denn das hier? Hat das einer geklaut oder was? Habe ich eins mitgenommen? Nee, scheiße. 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 Also wacht, wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich mache das jetzt halt folgendermaßen. Ich guck mal, dass ich den Scheiß da los wäre. Ja, batsch da. Tue ich mal ein bisschen drumherum batschen. Also. Platte sind soweit in Ordnung.
Scheinwerfer, alles klar hier. Platte sind ja, ne? Die Türe mal gucken. Ihnen liegen es auf jeden Fall. Machen wir ein bisschen Batsch drauf. Machen wir Batsch drauf. So. Aller gut. Und jetzt, ihr Leid. Jetzt rennen wir einfach mal ein bisschen rum und suchen unser Auto. Wir brauchen eine Platte. Ich habe jetzt halt keine Zeichen dabei. Die habe ich natürlich vergessen. Davor habe ich ein Tier mitgenommen. Aber mit einem Radier kann ich im Moment gerade nichts anfangen. So, wir rennen mal jetzt halt hier rum und suchen Autos. Hier werden wahrscheinlich Kenny stehen, oder? Ich hoffe, dass da vorne mein Auto relativ sicher steht. Ich will mal gucken, ob ich das schon gescannt habe. Ja, das da hin. So. Irgendwo unterwegs ein Auto gesehen. Ich muss kenn's. Ob ja. Komisch, kann man jetzt so schwer sein. Schon steht an jeder Ecke Auto. Hier ist wenn ich jetzt kenn's, wo ich ans Breicht. Aber la. So. Vorne ist zumindest ein Auto und da ist aber so Fuzzi-Vieh. Ich gehe da jetzt erst mal hin. Komm mal her. Habe ich doch gerade Panzer die Stoßstangen. Ja, könnte man eigentlich schon gebrauchen, ne? Aber ich suche jo. Egal, wir machen mal weiter. Ich brauche keine gepanzerte Stoßstange. Ich nehme sie aber natürlich mit, ne? Wäre jo blöd, war nett. Was ist denn das? Ein Pulshammer. Braucht man nicht. So, Stahltür, immerhin etwas. So, ich gehe aber jetzt so. Machen wir schon mal Dose, ne? Gehe ich jetzt so an ihn. Das ist schon wieder so ein Printomat. Was printet er mal dann? Was hast du denn Feines? Rallye-Lenkrad, okay. Bin ich voll, ja. Aber so richtig voll. Oh, ich lasse die Stoßstange hier. Moment, das so, wenn ich ihn packe. Ja, sorry, aber Stoßstangen, ja, nee. Brauche man Netz, das so Tür. So. Also geil, die Taschenlampe, aber sie in der Bach. Ja, ja. War ja teuer. Achso, das ist. Okay. So, jetzt pass auf. Hallo? Soll ich die Taschenlampe wegschmeißen? Bist du dumm? Kann ich doch nicht machen. So, ich brauche Platte, gell? Stahlplatte. 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 So. Ich glaube, das ist doch noch das Best. Oder? Ja, die ist noch halb voll. Okay, pass auf. So. Was ist die Stahlplatte hier? Vielleicht, dass das Inventar voll ist. Wo ist die Stahlplatte hier? Also ernsthaft jetzt? Hä? Okay. Ich renne zu meinem Auto. Dann habe ich zumindest irgendwas am Auto dran. Und dann müssen wir halt beim nächsten her hoffen und bangen, dass das langt. So. Dann habe ich natürlich jetzt. Welche Tier habe ich mal mitgenommen?
gescheite, aber an ein Stahlblatt habe ich nicht gedenkt. Ja, vielleicht kennen wir uns jetzt aber auch noch in die Baue oder so. Ich habe jetzt noch ein paar Teile aufgenommen. Ah, wir werden sehen. Dass mir aber Annie komplett geklaut kriegen, das ist schon ein bisschen. Das ist schon ein Arschloch-Move. Kann man nicht anders da sagen. So. Und dann haben wir den No. Also jetzt müssen wir erst mal das Level hinter uns kriegen, wo extreme Gefahr herrscht. Aber do den No haben wir dann ein bisschen mehr Zeit. So. Ist hübsch, aber hässlich. So. Sag mal, hier hat man irgendwas bauen. Hä, natürlich nicht, ne? Achso, ich will ja gar keine Tür bauen. Ich kann halt nur primitive Platte. Warum? Wenn man nicht genug Plastik hat. Hm. So. Im Studio. Da unten hin. Scheiße, jetzt ist die ganze Zeit das Radio gelaufen, das ist nicht gut. Ah, hat nicht wirklich viel Strom gekostet, okay. Hui. Hui. Nee, das geht nicht. Sorry, aber... ich muss das reparieren. Es geht so nicht, das ist ja wohl extrem hier. Okay. So. Die ist repariert. Nicht, die ist nicht geil, ne? So, jetzt mal gucken, was könnte man noch reparieren. Wir sind soweit durch die Stoßstange hin. Hätte ich Anna vielleicht doch mitnehmen können. Ah, scheiße, jetzt habe ich wieder die Batterie angeschaltet. So. Okay. Aber jetzt. Sorry, ihr Leid. Ihr wisst, was jetzt halt kommt. Tschüss. Bis morgen. Dann geht's richtig ab. Tschüss.